Herz klopft voll. Deins? Ja, voll. Das ist gut, das ist was Gutes. Ich bin die Jennifer Hans. Hi. Jennifer Hans. Jennifer Hans. Aber heißt das, dass alle deine Freunde dich Hansi nennen? Ist das so? Na, Hans auch ganz gerne, ja. Ja, ne? Hansi, naja. Okay. Hansi, ich mochte das sehr gerne. Ich fand, cool. Das war wirklich ein extrem geiler Auftritt. Und ich habe so ein bisschen gewartet, weil ich auf diesen einen hohen Ton gewartet habe. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du wirklich die Kraft hast, oben zu treffen. Und dann könntest du das kurz vorsingen, wie du das meinst? Ja, jetzt aber, jetzt musst du auch zeigen, Marc, was du kannst. Was genau soll ich vorsingen? Na, den hohen Ton, den du meinst, auch so richtig röhrig. Schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. So hast du es nicht gemacht, sondern du hast ihn wirklich... Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das hätte ich aber mich auch gewundert. Und deswegen habe ich gedrückt. Und dann habe ich dich tatsächlich noch die letzten Takte gesehen und finde, du hast dich geil bewegt. Du bist ein Viererbasser, vollkommen zurecht. Kannst es dir komplett aussuchen. Dankeschön, vielen Dank. Jennifer. Sarah. Kann ich mal ein bisschen näher rankommen? Meine Augen sind nicht mehr so gut. Was? Was ist da denn los? Hattest du früher mal dunkle Haare? Dunklen Bob. So dann kennen aus. Wir uns, oder? Wir kennen uns. Hä? Wir kennen uns! Was? Ah! Hä? Und ich wusste, ich täusche mich nicht, weil ich habe deine Stimme erkannt. Es gab zwar damals keine Buzzer, aber ich habe schon mal für dich gewotet und gekämpft. Wie was? Das kann was? Nicht sein. Du hast schon mal gewotet. Du bist doch zum ersten Mal bei The Voice. Ich habe schon mal in einer Sendung gesungen, bei der ich auch Jurorin war. Es ist schon über 10 Jahre her, Marc, und nicht jeder macht seit 10 Jahren The Voice und gewinnt nicht. Deshalb lass mich jetzt mal aussprechen. Das fängt schon mal gut an. Also, Jennifer, die Röhre, die vergisst man nicht. Ich bin immer schon ein großer Fan. Ich würde mich sehr freuen, cool, danke mit dir, dir weiter sehr. Zu arbeiten. Du siehst toll aus, du hast geil performt, super. Dankeschön. Jennifer. Johannes. Das war schon ein schönes Intro, weil man hörte erstmal nur Schuhe klackern, wie sie so langsam auf die Bühne kamen und dann kamen so die ersten Takte von der Band dazu. Und dann wusste ich, da wird gleich was Geiles passieren. Das ist einfach so. Und das ist auch passiert. Mich würde interessieren, ob wir dann vielleicht auch noch einen anderen Style vielleicht mal hinkriegen, vielleicht auch die ruhigen Töne, vielleicht sogar auch die hohen Töne. Aber die kann Marc nicht, deshalb würde ich mich freuen, wenn du zu mir kommst. Ja.
Also darf ich fragen, du bist ja quasi dann Sängerin, ne? Und auch, ja. Was ist passiert? Also in den, wie lange ist das her? 20 Jahre, 30 Jahre? Fuck you. Ja. Willst du etwa sagen, dass ich schon so alt aussehe, Mann? Nein, nein. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hast du Musik gemacht oder machst du was ganz anderes und Musik ist ein Hobby? Oder? Also ich habe tatsächlich sehr viel Musik gemacht. Ich habe aber auch noch ein Kind bekommen und dann macht man ja eine kleine Pause. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja, und habe nochmal umgeschult. Ich habe früher in der Psychiatrie gelernt und jetzt bin ich Make-up-Artist. Also ich habe wirklich viel gemacht und jetzt war mal wieder Zeit. Der kleine Mann ist 5 und ich dachte so, jetzt muss Mutti mal wieder auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Yes, danke schön. Und das ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Oder? Mal gesehen, dass es dir Spaß macht, auf der Bühne zu stehen. Aber trotzdem hast du die Noten getroffen. Du hast trotzdem einfach auch auf den Rhythmus geachtet. Du warst mit der Band, warst du eins. Und das war für mich der Hauptpunkt, warum ich gebuzzert habe. Geil, danke schön. Ich danke dir. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr doll freuen, wenn du in mein Team kommen würdest. So, Jennifer. Jetzt ist es soweit. Vier Buzzer, ne? Das heißt... Ja, das ist ja wirklich schwierig. Du hast da habe ich noch nicht mitgerechnet. Wahl. Eieiei. Ja, Johannes ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Adresse. Du kommst auch aus dem Norden, so wie ich. Das finde ich natürlich sehr schön. Ich auch. Ach ja? Komm auch aus dem Norden. Hallo? Klar, komme ich aus dem Norden. Ja, ja, ja. Komm, wir machen Musik, Jennifer, zusammen. Du bist pure Musik, also kommst. Schwierig. Sehr sympathisch, sehr sympathisch. Sehr sympathisch, auch sehr sympathisch, aber... Ich muss tatsächlich sagen, ich möchte jetzt endlich, endlich zu Sarah. Ja.